Du kennst sicherlich dieses Yin- und Yang-Symbol. Schwarz-Weiß, Gut-Böse, Licht-Finsternis. Und irgendwie ist es ausgeglichen und keins kann das andere überwinden. Dieses aus dem Heidentum kommende Symbol hat mit dem christlichen Denken nichts zu tun. Denn wir wissen, dass durch Jesu Tod, durch sein Opfer, durch seine Hingabe und durch seine Auferstehung der absoluteste Sieg über die Macht von Hölle, Tod und Teufel, über die Sünde erreicht wurde. Jesus hat den vollkommenen Sieg errungen. Der Schlange wurde der Kopf zertreten. Jesus ist Herr über alles. Das ist wunderbar. Das ist absolut genial. Und wenn du in deinem Bewusstsein noch denkst, da ist dieser Kampf zwischen Licht und Finsternis und Gott ist irgendwie schwer damit beschäftigt, den Teufel zu bezwingen und er kann irgendwie nicht die Oberhand gewinnen, dann möchte ich dir sagen, es ist absolut falsch, so zu denken. Gott ist der eine und er hat keinen Gegenspieler, der ihm gleichwertig ist. Der Teufel ist nichts anderes als ein Geschöpf. Und Jesus, unser Erlöser und Retter, hat ihn für alle Zeit, ein für alle Mal, endgültig besiegt. Und weil Jesus durch den Heiligen Geist in uns lebt, fordert uns die Bibel sogar auf, widersteht aber dem Teufel und er wird vor euch fliehen. Gott ist nicht da am Ringen und Kämpfen, um irgendwie die Oberhand zu gewinnen gegenüber dem Feind. Nein, der Feind flieht sogar vor uns, wenn wir ihm widerstehen, weil durch den Heiligen Geist Gott in uns lebt. In dem Sinne möchte ich dich einfach ermutigen, dass du richtig denkst, dass du weißt, dass der Herr auf dem Thron ist und alle Macht und alle Gewalt und alle Herrschaft hat. Das ist gute Nachricht. Das ist gute Nachricht. Der Feind ist besiegt und du darfst in dem Sieg Jesu leben. In dem Sinne sei gewiss, dass der Herr mehr für dich hat.